Der Vollständigkeit halber noch schnell die Umrechnung von Grad Celsius in Fahrenheit und umgekehrt. Der Haken ist, die Amerikaner, die messen gerne auch, oder messen gerne, sie machen es immer aus der Tradition her, alles in Fahrenheit und geben es auch so an. Wenn ein Amerikaner sagt, wir haben 61 Grad Fahrenheit, das ist aber kühl, ja, da können wir uns schwer was drunter vorstellen. Wenn wir uns aber, und diese Eselsbrücken habe ich hier gefunden bei www.fahrenheitincelsius.com, die fand ich sehr schön. Warum? Weil das nur Zahlendreher sind. Aber das funktioniert nur bei diesen beiden Zahlendrehern gut. Alles andere dazwischen stimmt nicht ganz. Wie man aber trotzdem dann im Kopf ganz schnell mal überschlägig einigermaßen genaue Angaben macht, ob es kalt oder warm ist. Wenn ich zum Beispiel mit einem Amerikaner telefoniere und der sagt, hey, wie viel Grad habt ihr? Na, dann kann ich mir diese Eselsbrücke merken, beziehungsweise eine Formel im Kopf. Ein bisschen ausführlicher. Wie man wirklich umrechnet, ist Grad Celsius ergibt sich als Grad Fahrenheit minus 32 Grad abgezogen erstmal und dann mal 5 Neuntel. 5 Neuntel sind 0,5 Periode 5. Hier drauf komme ich gleich. Wenn ich das mal mit unseren Zahlendreherbeispielen ausprobiere, komme ich auf einen vernünftigen Wert. Ne? Das passt sehr schön. Drehen wir die Sache mal um. Übrigens, hier oben werden immer I's erscheinen, also wie man zum Beispiel Formeln umstellt, so wie ich es hier gemacht habe, oder andere Gradzahlen, zum Beispiel Grad Celsius in Kelvin und umgekehrt und solche Dinge. Das ist dann hier alles nochmal verlinkt und zum Schluss auch nochmal. So, kommen wir dazu. Wenn ich diese vorgegebene Formel ändere, Regiestrich mal 9 Fünftel ergibt sich das hier, gehe ich jetzt nicht direkt drauf ein, dann komme ich auf diese Formel. 10 Grad, Grad Celsius mal 1,8 plus 32 Grad ergibt Fahrenheit Grad. Probieren wir das wieder in unserem Beispiel aus. Ich sage, ich habe hier 28 Grad Celsius, nehme es mal 1,8, macht man am besten mit dem Taschenrechner, rechne noch 32 Grad drauf und lande, ne, bei ziemlich genau diesem Eselsbrückenwert. Wunderschön. Ist eigentlich auch ganz einfach und man nimmt dann auch einen Taschenrechner. Aber jetzt mal schnell zum Telefongespräch. Was ist, wenn der Amerikaner fragt, wie warm ist es bei euch? Wenn ich dem mit Celsius komme, kann er nicht viel anfangen. Da kann man sich die Formel etwas arg runden, aber das ist dem Amerikaner vollkommen egal, ob der sagt, ey, bei uns sind meinetwegen nicht 16, sondern nur 15,5 Grad. Das ist dem Schnuppe. Wie funktioniert's? Ich ziehe nicht 32 Grad ab, sondern nur 30, nehme dafür aber auch nicht mal 0,5 Periode 5. Also mal ein bisschen weniger. Sprich, ich halbiere diesen Wert, den ich in der Klammer rausbekommen habe. Auf unser Eselsbrückenbeispiel bezogen, 15,5 Grad Celsius sind auch fast 16 Grad Celsius. Oder 16,1 Periode 1 Grad Celsius. Anderes Beispiel, ich sage, diese 82 Grad Celsius möchte ich von Fahrenheit mal umrechnen und sagen, na gut, komm, 82 minus 30 ist 52. 52 und davon die Hälfte ist 26. Das geht relativ fix. Das kann man noch alles im Kopf einigermaßen überschlagen. Natürlich sind es nicht 28, wie eigentlich nötig, ne? Zahlendreher 82, 28, sondern 2 Grad weniger. Aber das ist dem Ami egal und uns eigentlich auch, ob es 2 Grad mehr oder weniger sind. Es sei denn, und da kommen wir wieder zum Thema Wärmelehre, es geht um das Thema Gefrierpunkt des Wassers. Da sind 2 Grad mehr oder weniger bedeutend. Nochmal andersrum, wenn ich Fahrenheit ihm durchgeben möchte und wir haben 16 Grad, dann nehme ich einfach mal 2 und haue nicht 32 Grad drauf, weil ich nehme ja nicht mal 1,8, sondern ich nehme schon mal 2 und dann kann ich aber auch nicht so viel drauf donnern. 16 mal 2, 32 plus 30, 62. Pff, ausreichend, ne? Passt. Oder ich habe hier zu Hause 28 Grad, ne? Wieder nur verdoppeln sind 56 plus 30, 86. Okay, 82 wäre richtiger, aber ich denke mal, das müsste genügen. Gut, ich hoffe, es hat geholfen und ja, sag erstmal Tschüss.